Es geht wieder auf Reisen, zum Beispiel nach Tokio. Otherside auf der Oculus Quest. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ihr schaut Feuerbeiz. Ich bin der Sascha und heute gehe ich mal wieder für euch auf Reisen. Das mache ich mit der App Otherside, welche ihr jetzt im Quest Store findet für 17,99 €. Diese App beinhaltet 4 Locations, die man alle bereisen darf. Ich habe mir 3 Stück davon ausgesucht und mir natürlich auch für euch angeschaut. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil in den Bewertungen zu dieser App wird das Ding schon mit Brink Traveler verglichen und ich bin gespannt, ob die Qualität wirklich reicht, um Brink Traveler das Wasser reichen zu können. Und das probiere ich natürlich jetzt für euch aus. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß mit meinem Video. Ja, los geht's mit Otherside. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute, was mich jetzt hier erwartet. Oh, das ist schon mal knackscharf, das ist ganz cool. So, so schnell konnte ich nie lesen. News Triggers, press Menu Button to try different locomotion systems, audio settings und so weiter. Und ich bin gespannt. So, jetzt bin ich hier in so einer Umgebung. Was ist das denn? Da leuchtet was, wenn ich da drauf gucke, oder meine ich das nur? Okay. Ja, ich kann da irgendwas draufklicken hier, okay. Ja, ist alles in Englisch, ne? Also Side, das hier oben, das flimmert ein bisschen, die Schrift, muss ich sagen. Da kann man auch irgendwas klicken. Aber das sieht so auf den ersten Blick schon mal, ja, ganz cool aus. Also, ich kann mich sogar drehen mit dem Stick. Ah, guck mal, ich habe hier so einen Kreis unter mir. Da ist auch was am Blinken. Also, man muss schon genau gucken, was hier so gehighlightet wird. Aber egal. So, schauen wir mal. Home, Enter, Credits, Next, Preview, Tutorial. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Tutorial an. Das hier flimmert leider auch so ein bisschen, ne, hier die Bilder, aber ist okay. Also Handtracking available habe ich jetzt, ja, ich habe aber die Controller, also ihr könnt es auch mit Handtracking spielen. Visiting Jokerin Soras Studio in Madrid, da kann man sich irgendwas anhören. Immer erstmal Tutorial, Leute. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen, ja, man wird hier so reingeschmissen und weiß gar nicht, ja, wie es geht, ne? Okay, machen wir Tutorial. So, er lädt wieder. Okay. Ja, und jetzt? Er erzählt nichts. Soll ich da jetzt teleporten wahrscheinlich? Aber er erzählt nichts. Hallo. So, stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt keinen VR-Kanal. Ich habe mir das Ding jetzt gerade hier ganz neu gekauft. Und das ist meine erste App. Dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ja, das geht selbst mit dem Trigger nicht. Hallo? Hä? Ach so. Ah, guck mal, Leute. Einfach mit dem linken. Teleport. Jetzt stand da was, okay. Hä? Was denn? Leute, was ist denn das für ein Tutorial? Ich brauche ein Tutorial fürs Tutorial. Ja, und jetzt? Alternate Hands bei Kumping. Ja, habe ich aber nicht an. Ich kann auch so nicht teleporten. Wie soll das gehen? Ich drücke jetzt hier alles. A, B, X, Y, ne. Also ich kann nur laufen. Ich weiß nicht, das erste konnte ich gar nicht lesen gerade. Locomotion. Ich habe, ach, da habe ich was, guck mal da, ach, Menü, okay. Menü, Settings, Navigation, Locomotion, okay. Ah, guck mal, Leute, hier, Map, Settings, Home. Und jetzt? Ach so, Navigation, ne, Settings. Hä? Ach so, Navigation. Ist übrigens knackscharf, das sieht gut aus. So, Locomotion. Teleport. Locomotion, okay. Pointer on, Video on, Objects on, Seated off. Sound, FX on, Voice on, Musik on. Okay, das ist auf jeden Fall knackscharf. Das sieht ganz cool aus. Wir laufen weiter. Aber ich habe hier Snapturn, ne? Ist egal, komm. So, und jetzt? Turn View. Okay, guck mal, Leute, jetzt kommt das. Thumb up once, right hand turns view 45 to the right. 45 wäre es gewesen, ne? Okay. Okay, das ist neu, ne, mit dem Dreh, ne, über einen Daumen. Guck mal hier, kann ich jetzt gar nicht ausprobieren, weil ich ja die Controller habe. Okay, gehen wir mal weiter. Was ist das für ein komisches Tutorial, Leute? Hab schon viel erlebt, aber das? So, Home, yes, okay, tolles Tutorial, ich habe alles gerafft. So, Home, yes, so. Ja, es wird mir aber jetzt eigentlich nichts von den Dingen hier erklärt, ne? Okay, ich bin jetzt wieder im Menü, ich habe jetzt hier Home. Ich habe Next, ich klicke einfach mal auf Next. So, dann haben wir Tokio. Download, das muss ich erstmal runterladen, Leute.
Church of Santa's Cruz müsste ich mir auch unterladen. Neptun, St. La Havana müsste ich mir auch unterladen. Und so Rollerstudio, das ist das, wo ich jetzt drin bin, ne? Das geht schon. So, Tutorial, Credits, Home, was ist Home? Ah, dann kriege ich das hier, also die muss ich... Es sind 14 für 18 Euro? Okay, das alles? Und Credits. Ah, super, ja, schöne Credits, okay. Ne, mach das hier mal wieder weg. So, das Rollerstudio. Was ist das hier? The start of the 20th century. Okay, jetzt erzählt er mir irgendwas. An oasis where time seems to stand still. Kann man hier mal scrollen, oder wird das hier gehighlightet? Mach mal aus hier. So. Machen wir mal Enter, gucken, was passiert. So, er lädt. Okay, okay, okay. So, man soll auch ein bisschen was interaktiv machen können in den Szenen. Und es soll gut aussehen. We are at the start of the 20th century. Okay. A place in the heart of Madrid. An oasis so, where time seems to stand nicht still. Schlecht aus. The house. Das muss ich sagen, ne? Okay. Kann ich das aufheben hier? Ne. Hat da einer hinge? Ihr wisst schon. Ne? Ich will es nicht aussprechen. Das hier, das sieht jetzt irgendwie komisch aus hier, dieses hier. Das, ach, guck mal, das bewegt sich sogar. Aber irgendwie hat es was. Aber irgendwie sieht es auch ein bisschen matschig aus. Also komisch, komisch. So, wir haben hier einen Schatten. Der ist aber fest drauf, also die Hand macht da gar nichts. Ich kann das hier aufnehmen. Kann ich das aufklappen? Essen kann man es auch nicht. Aber ich kann es werfen. Ach, guck mal hier, Leute. Ich kann es sogar ranzoomen. Komm, wir gucken mal, wie weit ich werfen kann. Okay, werfen kann man es auch. So, was haben wir hier noch? Eine Truhe. Auch das ist hier ein bisschen matschig hier vorne. Das habe ich alles schon mal irgendwie schöner gesehen. Da oben ist sogar eine olle Elektrodose, ne? Das hätte man ja auch rausnehmen können, oder? Was ist das hier? Notausgang? Feuerwehr, guck mal hier. Auch das ist sehr, sehr matschig. Das ist alles hier nur so aufgemalt. Aha, das ist eine Gipsskulptur. Die sieht, okay, das sieht auch schäbig aus hier um das Bild, ganz ehrlich. So, Gypsy Woman, okay. Hier ist ein Glanz drauf auf dem Tisch. Der sieht sogar dann richtig cool aus, muss ich sagen. Das gefällt, ja. So, hier haben wir dann auch so eine Figur. Ich kann aber nichts runterschmeißen, ne? Kaputt machen kann hier nichts. Ist auch besser so. So, das Bild sieht auch okay aus, muss ich sagen. Also es variiert hier. Das ist ja cool hier, ne? Mit dem Spiegel. Aber auch hier dieses Drumherum, das sieht komisch aus. Aber der Spiegel selber sieht cool aus. Also die Spiegelfläche, ne? Hier ist eine Tür. Auch das, hier geht es nicht weiter. Auch das ist matschig. Ja, es variiert also von der Qualität, ne? Hier ist sogar so ein bisschen, man sieht, dass es Glas ist. Kann man Kopf reinstecken? Ne, dann macht er, dann dunkelt er ab. Ja, ich bin noch nicht so mega überzeugt, Leute. Also aufheben kann ich hier nichts. Kann ich irgendwo draufklicken? Auch nicht, ne? Ach komm, wir nehmen hier mal so eine Broschüre. Geht auch nicht. Broschüre kann ich auch nicht nehmen. Und was haben wir da? Das kann ich aufheben. Okay, schön ist anders. Oh, guck mal. Hä? Ton ist kaputt ein bisschen. Hier auch so ein Glanzen. Also das sieht wirklich cool aus hier, dieser Glanz auf dem Tisch. Das gefällt. Das kann ich jetzt wieder nicht nehmen. Also man kann nicht alles nehmen. Das hier, guck mal hier, Leute. Diese Knaufe hier, der ist so halb abgeschnitten. Ja, da, ich gehe mal einen Schritt nach vorne. Hier ist so ein, ja, das ist nicht richtig ausgeschnitten. Also das sieht völlig komisch aus. Also Leute, sowas muss man noch ganz fein ausarbeiten, wenn das hier irgendwie super toll rüberkommen soll, ne? Und das tut es nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir ein bisschen was Schöneres vorgestellt. Es stand da irgendwas mit, ja, so ein Vergleich mit Brink in den Bewertungen. Aber da kann das Ding echt nicht mithalten. Was war das denn? Also das geht nicht. Aha, guck mal, ich kann die Musik machen. Oder auch nicht? Kann man hier? Also Ton kommt ganz schön verzögert, ne? Kann man es runterschmeißen? Nee. Okay. So, hier ist ein Bild. Ah, guck mal, da kann ich mir was zu anhören. The last painting. Das letzte Bild. This painting represents a decisive moment in Soraya's life. Oh, Leute. It is the unfinished portrait of Mabel Ritz.
Boah, Leute, du redest. Du bist voll motivierend hier beim Gerede, das muss ich sagen. Da hat man voll Lust weiterzuhören. Kann man das hier auch bewegen? Das ist. Ja, sowas finde ich dann wieder geil. Also, ihr seht schon, hier sind so ein paar Sachen, die sind recht cool. Also, das gefällt dann, aber das große Ganze. Also, was heißt, wenn ich hier so stehe, das große Ganze, so vom Weiten sieht das sogar okay aus. Also, man kann viele Kleinigkeiten entdecken, aber auch hier diese Strahler sind jetzt auch nicht wieder so mega toll. Also, das Ding hätte so toll sein können, Leute, ne? So, weil es ist ja gerade cool in VR, solche Sachen hier mal zu sehen, was man sonst hätte nie sehen dürfen. Hier stehen irgendwelche Rollis, hier darf ich aber nicht hin. Okay. Was hier? Kann man das aufmachen? Na, guck mal, da ist ein Brief drin. Kann man das lesen? Das ist sogar schön scharf. Also, es war. Was ist das denn? Ah, guck mal, Leute, ich kann das mir hier so hinstellen. Okay. So, noch ein Brief. Aber lesen kann ich es nicht, was draufsteht. Aber das liegt mehr oder weniger an der Schrift. Also, keine Ahnung. Also, an der Sprache. So. Jetzt, das kann ich weiter aufziehen. Und das. Okay. So, was kann man hier noch für Faxen machen? Gut, der steht da oben. Sehe ich nicht ganz so viel von. Ihr seht auch hier wieder diese, was da abgeschnitten ist oder ausgeschnitten ist. Das ist echt nicht schön. Obwohl, das hier fand ich geil. Ne? Also das hier mit dem Vorhang finde ich echt cool. Also das gefällt mir. Das hat was, ey. Also es fühlt sich wirklich an wie Stoff, ne? Aber es ist scheiße ausgeschnitten hier. Entschuldigung für das Wort. Aber es fühlt sich wirklich an so wie Stoff, wenn ich da so mit der Hand durchgehe. Also das ist schon irgendwie cool. So, was haben wir hier? Hier war doch irgendwie was zum Drücken, ne? Ah, das kann ich aufklappen. Guck mal. Ah, ein großes Fotoalbum. Die Fotos sehen gar nicht so schlecht aus. Aber nur eine Seite darf ich? Ach, das ist doch scheiße, Leute. Ja, dann macht doch hier mal ein paar mehr Seiten. Das wäre doch richtig cool gewesen, ne? Na gut, okay. Hallo? So, mach zu, das Ding. Bevor ich es kaputt mache. Ja, ich weiß nicht, ist hier noch mehr? War es das? Achso, hier kann ich mich hinstellen. Okay, wir stellen uns da mal drauf. Passiert aber nichts. Achso, dann erzählt wieder dieser. Ach, der erzählt da was, guck mal. Everything is about to see. Ich will mir den angucken und dann geht der weg. Also es kommt dann so eine 2D-Geschichte hier. Ich stelle mich da nochmal drauf. So. We are immediately invaded by a sensation. Das sieht jetzt auch nicht wirklich toll aus. Ne? Guck mal, das schwebt hier so ein bisschen. Ne? Boah, da hätte man so viele Möglichkeiten gehabt, das Ganze so schön als Hologramm oder so, aber ist egal. Komm, gucken wir uns den hier auch mal an. Was kommt jetzt? Born in 1863 in Valencia, Spain, Joaquin Sorolla would become one of the finest exponents of international impressionism. His unique style, his mastery and expertise in depicting light were the result of a lifetime dedicated to artistic creation. Aber es wird ja hier in der Map eigentlich nicht gezeigt, was da kommt. Laber doch hier nicht so, das nervt. So, man sieht aber hier in der Map nicht, was ich wie wohin gehen kann, was ich davon hätte. Also hier ist nichts drin beschriftet oder so, ne? Was? Nein! Ah, ich wollte da nicht drauf drücken. Okay, mach die Map wieder aus hier. Close. Close. So, was haben wir hier noch? Komm, wir gucken nochmal so ein bisschen, was hier so kommt. The room is elegantly decorated because it was also used for exhibitions. Bisschen besser aus wie das andere, aber auch das hier schwebt so ein bisschen. Ne? Das ist auch sehr komisch. Also, aber ich höre mir das jetzt nicht an, das könnt ihr euch dann alle anhören, wenn ihr euch das kaufen wollt. So. Ja, das habe ich ja gerade am Anfang schon gehabt. Was macht denn der da? Keine Ahnung, ist auch egal. So, was haben wir hier? Hier kann ich wieder was machen. Was ist denn das? Kommen da Stifte rein oder was? Becher, Becherhalter, ne? Das sind antiker Becherhalter, Leute, ne? Das war damals, glaube ich, vom Meckes, ne? Da kommt Pommes rein, da kommt Burger rein, hier kommt Cola rein, irgendwie so. So, was haben wir hier? Auch irgendwie so eine, ja. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, alles, ja, ich habe bestimmt das eine. Was denn? Ich habe bestimmt das ein oder andere übersehen. Ach, guck mal, hier kann man noch was aufmachen. Da ist wieder ein Foto drin. Okay. Das sind zwei Fotos, ach nicht Fotos, Zeichnungen, ne? Okay. Die sehen sogar wieder gut aus. Hier kann man nichts kaputt machen, hier kann man noch nichts aufmachen. Also ihr müsst so ein bisschen rumgucken, ihr könnt so ein bisschen was interaktiv machen, aber ihr seht, das ist nicht so das meiste. Ne? Ja Leute, dann muss ich natürlich jetzt was runterladen. Also das Ding hat mir jetzt hier nicht die Schuhe ausgezogen. Das muss ich einfach mal so loswerden. Und jetzt gucke ich mal, hier gehen wir mal home.
Yes. So, das Spiel selber, wenn ihr das runterladet über diese App, hat 2 Giga waren es direkt, ne? 2 Giga komplett. Und was haben wir jetzt? Tokio. Das sah vom Trailer richtig mega aus. Church of St. Croix. Ich habe schon so viele Kirchen in VR gesehen. Und wir haben Neptun La Havana. Aber mich interessiert eigentlich mehr echt dieses Tokio. Das sah echt cool aus. So, ich klicke da jetzt mal drauf. Und die Frage ist jetzt, muss ich schneiden oder... Ach, das geht, ne? Guck mal, Leute. Ne? Also kann ich euch eigentlich was erzählen? Ja, weil wie gesagt, in den Bewertungen stand wirklich, da hat jemand was geschrieben. Das ist neben Brink Traveler die schönste App. Und nee, also das kann ich jetzt so nicht weitergeben, weil Brink Traveler sieht echt eine Ecke besser aus. In den Bewertungen stand auch, diese App hier, die wäre eine App, die am schönsten ist. Also die das am besten darstellt, so Gegenstände in VR, wenn man auf Reisen geht und so. Also diese Galerie da, die hat mich da jetzt nicht mit überzeugt. Aber das müssen wir da auch nochmal ausprobieren, was das ist. Und ich kann spielen, ne? Okay, Enter. Also der Download ging jetzt ziemlich schnell, ne? Da kann man nicht meckern. So, use the left thumbstick to move across the space. Das habe ich schon gemacht. So, jetzt bin ich hier in Tokio und jetzt mal abgesehen von den komischen ausgeschnittenen Sachen, die hier wieder rumliegen oder hier dieses Ding hier, so die Fernsicht hier mit dieser Wand, mit diesem Graffiti, das hat was. Das ist okay. So, hier ist Ende. Das ist schade. Das da hinten ist so komplett verwaschen, ne? Das ist so eine Tapete. Das hier geht so. Also wenn ich jetzt hier nur so straight so hier so gucke, dann geht das sogar, ne? Aber es kommt nicht an Brink Traveler dran. Was ist das? Hütchen? Pylone? These are among the most ubiquitous objects in Tokyo. Okay, guck mal, Leute, ich kann zaubern. Lange Nase, kurze Nase, lange Nase. Don't ask questions. Ich wollte es nicht kaputt machen. So, kommt hier wieder irgendwie sowas? Da ist ein Schatten. Hallo? Hallo? Es kommt nichts. Warum nicht? Ja, ich gehe nochmal da drauf. So, jetzt aber. Da ist sie. Ja, konnichiwa, haya. Okay, sieht auf jeden Fall besser aus wie die anderen Leute da in der Galerie. Ja, aber, und wenn ich sie sehen will, dann ist sie weg. Sie will, ne, sie verschwindet vor mir. Okay, gehen wir weiter. Alte Elektrosachen, auch hier alles wieder sehr, ja, nicht schön. Schade eigentlich, ne? Also es wäre echt so viel drin gewesen. Das ist alles platt hier, ne? Das ist alles platt, da ist kein 3D drauf, nix, ne? Also, ich weiß nicht, wie man in der Bewertung schreiben kann, die schönste Sightseeing-App aller Zeiten. Also es lässt sich erahnen. Shayahaya, hurra. These kinds of places can be seen as glimpses into the past. Ich gehe mal weiter. So. Oh. Und ja, weiß ich nicht. Also es wäre so viel drin gewesen. Und ich kann hier außer Pylone bis jetzt nichts in der Hand nehmen. Also ich kann da runtergehen. Da unten ist auch noch ein Punkt. Da kann ich auch. Also es ist sehr weitläufig, das muss ich sagen. Ne? Also, guck mal, kann ich das anziehen? Also das mit dem Stoff finde ich geil in dieser App. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding glänzt sogar. Also das ist hier wirklich, das Ding ist ein Highlight hier wieder in dieser App. Ne? Also, kann man das wieder aufhängen? Okay, es geht selber rein. So. Ah, guck mal, Leute. Ja, das möchtet ihr gerne zu Hause haben. So Kleiderschrank auf, so T-Shirt. So, und dann, zack. Ganz elegant. Ja, ist das? Guck mal, Leute. Auch nicht ganz richtig, ne? Hier sind wieder so Karten. Aber die sind ja so nichts sagen. Also ich kann damit ja nichts anfangen. Was haben wir da? Das kann ich auch. Mein Toter drin. Ah, da ist auch so eine Karte drin. Zack. Okay, gehen wir mal weiter. Soundtrack ist okay, ne? Ah, hier, guck mal, hier ist sogar mal so ein 3D-Griff, aber ich kann nichts machen. Okay. Ah, da ist wieder Ende im Gelände. Da kann man wahrscheinlich einmal im Kreis gehen und das ist wahrscheinlich da auch Ende, aber wir gucken mal. Ah, ich kann es wegnehmen. Hier darf ich doch weiter. Was ist das denn? Jetzt darf ich es wegnehmen. Jetzt darf ich nicht weiter. Ey! Hallo? Also man kann da mal noch um die Ecke gucken. Weiß ich nicht, könnte man da jetzt hinlaufen? Ich kann es nicht, weil dann latsche ich in meine Möbel rein. Egal, so. So, da kann man was sich anhören. There are hundreds of stickers on all kinds of surfaces. Okay. It's a means of urban communication that deploys. Okay. Ich verstehe echt nur die Hälfte. Bottles are sometimes stored outside for the local logistics. They are charismatic. So. Local drinks from an intriguing variety of brands. Was laberst du denn jetzt hier? Ich habe nichts mehr angeklickt. Okay. Ist auch unterschiedlich, ne? Guck mal, ein Klo. Nein, ist eine Mülltonne.
Und wieder diese Karten. Kriege ich da was für? Sind das so Collectibles? Kann ich hier rein? Nee. Warum kann ich denn da jetzt nicht rein? Hier sind so olle Klimaanlagen, ne? Auch hier der Boden da hinten ist wieder alles so drauf gemalt, ne? Kann man hier rein? Das wäre doch cool, ne? Ja, das ist interessant, wenn man jetzt hier so durch könnte, ne? Das wäre geil. Auch wenn es nicht schön aussieht. Was hier? Kommt wieder die Sayonara-Frau da. Ja, hi. Ja, ja. Okay. Can you see it? Meinst du Sky? Ah, okay, guck mal Leute, da, großer Wolkenkratzer. Ich bin hier voll in so einem Slum und da ist voll so ein Hightech-Gebäude. Aber das sieht hier nach Regen aus, ne? Also, okay, jetzt vom Hintergrund, jetzt, wo ich das jetzt so sehe, das sieht ganz cool aus. Das sieht man so ein bisschen, dass es... Wie groß ist der denn? Seht ihr den Bauarbeiter da? Das ist doch keine Relation, Leute. Also, okay, also das stimmt nicht so ganz, ne? Hier kann man wieder nicht her wahrscheinlich. Hier ist wieder Ende. Okay. Ja, guck mal, der bewegt sich. You will see a lot of tags and graffiti on the. Ja, das ist aber jetzt hier fake, ne? Also das gibt's ja nicht in echt. So, da gehe ich jetzt nicht drauf. Da kommt immer die Dame, das wisst ihr, ne? Die kann ich wahrscheinlich auch nicht her. Ne. Okay. So. Ne, ne. Ja, guck mal hier. Und dann dunkelt der ab, wenn ich da drunter gucken will. Warum? Weil war eh nichts Interessantes, aber... Was denn? Die Info über die Klimaanlage? Mach mal. They are all over the facades. Ja, hab ich gesehen. Air coolers are... Ja, Air coolers. Oh, das sieht geil aus. Also das hier mit dem Hochhaus. Das Ding hat hier und da echt coole Momente. Das muss ich sagen. Es ist auch schön weitläufig. Auf jeden Fall ist diese Gasse hier... Was heißt weitläufig? Auf jeden Fall kann ich hier mehr laufen als wie ein Dream Traveler. Das muss ich auch sagen. Aber es sieht nicht ganz so toll aus. Aber so ein bisschen Atmosphäre baut es auf. Also das muss ich auch wieder gestehen. Was ist das denn? Guck mal, die saufen hier, ne? Kann man die umschmeißen? Ja, guck mal, das kann man sogar hier. Ist mal alles kaputt hier. So, ey, guck mal hier auch, die sind nur am Saufen, ey. So, da kann man her, hier. Hier kann ich auch her, guck mal. Also das ist so eine kleine Nische, da konnte ich jetzt durch. Übrigens wieder am Saufen. Da ist nichts mehr. Okay. Okay, okay, okay. Ah, Geld. Ach nee, ein Gameboy. Das ist ja geil. Guck mal, da ist sogar was drauf. Kann man spielen? Was ist denn das? Was? Other Side. Das gab schon auf dem Gameboy. Das ist alles? Quatsch da. Guck mal hier, eine Nintendo, ne? Auch hier, ne, so der Anschluss, so ein bisschen eckig ist er. Das draufgemalt, der Schalter, ne? Aber so mit dem Dreck und so hier hinten drin, das sieht schon wieder cool aus. Also, habe ich schon gesagt, ne, das Ding hat auch coole Momente. Ja, das war ein cooler Moment. Was hier? Hier ist Ende, hier kann ich nur so ein Foto finden. Ja, und Aircooler hatten wir auch schon ganz viele. Und hier kann ich jetzt hoch, ne? Bestimmt? Tatsächlich, Leute, ich kann hier hoch, guck mal. Aber hier ist dann wieder... Ja, reingucken kann man ja nicht. Da ist dann wieder nur alles aufgemalt. Aber das ist auch nochmal so eine Karte. Also es geht hier irgendwie auch darum, dass man diese Karten findet. Ich weiß nicht, ob die nachher irgendwie, sagt mal schnell, gespeichert werden, so als Collectibles oder was. Ja, bin ich durch, ne, oder? Ah, hier ist eine Leiche drin. Achso, ich dachte, jetzt wären hier die Alkoholleichen drin, ne? Hätte ja sein können. Ja, ich glaube, ich bin durch. Also wenn ich nichts übersehen habe, bin ich hier durch. Aufmachen könnt ihr gar nichts, also braucht ihr gar nicht probieren. Und ja, das ist dann Tokio, ne? Okay. So. Gut. Würde ich sagen, reicht, ne? War ich mit euch in Tokio? Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Home. Gucken wir noch was? Home, yes. Die Kirche interessiert mich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Außerdem muss ich ja was für euch übrig lassen. Falls ihr euch das kaufen wollt, ne? Es steht übrigens irgendwas von... Obwohl, eine Kirche, Church... Komm, wir laden mal runter. In der Beschreibung steht was von In-App-Käufe. Ja? Also ich weiß nicht, wo die sind. Achso, ich wollte doch hier mal was gucken. Kann ich da hinlaufen? Na, tatsächlich, guck mal, Leute. Okay, aber es wird hier nichts erzählt. Ne? Was ist denn das hier, wo ich hier bin? Kann ich hier runtergehen?
Ne. Okay, hier kann man auch rumlaufen. Ist nur ein bisschen düster, ne? Hier sind irgendwelche Uniformen. Also das finde ich cool. Ich kann jetzt hier im Menü rumlaufen. Das ist ja geil. Das Ding hier, also mit den Linsen hier vorne, das sieht wieder richtig cool aus. Das hat was. Auch hier, ne, mit der Beschriftung. Oh. Wo ist es hingeflogen? Da oben? Komm mal wieder her. Oh, hier ist so luftleerer Raum ist hier, ne? Schmirrelos. Eine Vespa? Ja, die ist jetzt optisch nicht mehr ganz so toll. Aha, okay. Stein. Schon cool, wie es hier fliegt. Okay. Ja, so, wo war ich denn hier? Komm mal hier, machen wir mal Menü hier wieder. Zack. Der lädt noch runter. Downloading Santos. Der lädt ein bisschen länger, ne? Okay. Enter. So, komm, ich gehe nochmal in die Kirche. Ich wollte zwar nicht Havanna gucken mit euch, aber dann lasse ich euch Havanna für euch, ne? So. Okay. Standing before you, Roger de Lauria. Aber ich gehe mal ein Stück zurück, weil ich kann das nicht haben. Ich kann nicht erzählen und dann erzählt jemand anders. So, das wirkt groß, das muss ich sagen, groß und hoch. Wirkt wieder auf den ersten Blick cool. Ja? Nicht mega knackscharf, es wirkt aber cool. Also ich komme mir vor, als wäre ich in dieser Kirche. Der Schrank ist aber ganz schön groß. Ne? Okay. So, hier haben wir wieder diese ganzen Hotspots. Da gehe ich aber jetzt nicht drauf, weil das mache ich nicht. So. Ihr seht schon wieder, ne, das lässt grafisch jetzt wieder zu wünschen übrig. Das hier glänzt ein bisschen, das sieht ganz okay aus. Hier ist ein Taufbrunnen oder, weiß ich nicht. Ne, ich gehe mal davon aus, das ist ein Taufbrunnen. Das ist ein Beichtstuhl, ne? Ne, Leute, da gehen hier rein. Das dürft ihr gar nicht alle hören, was ich zu beichten habe. Außerdem ist das ja auch Geheimnis und so, ne? So, was haben wir hier? Statue. Das sieht schäbig aus. Was ist das da? Steine oder? Weiß ich nicht. So. So, das sieht mit ein bisschen Entfernung richtig, richtig gut aus. Also wenn man nicht so, da muss man so eine gewisse Entfernung halten, dann wird es scharf. Und wenn man dann zu nah geht, so wie jetzt, dann ist es nicht mehr ganz so toll. Und geht man zu weit weg, dann wird es ein bisschen unscharf. Ne? Aber sieht trotzdem gut aus. Das ist okay. So, was hier? Kann ich hier rausgehen? Warum kann ich hier nicht rausgehen? Verflucht. Weil der Speicher zu Ende ist, ne? So. Ja, ansonsten ist es hier aber sehr, sehr leer. Also ich kann mir natürlich jetzt hier auf den Hotspots immer die Geschichten anhören, das möchte ich aber nicht. Wie ich mich, teleporten kann ich nicht, weil ich ja Teleport nicht anhabe. Ich wollte gerade schon Teleporten ausprobieren, weil ich wieder ein bisschen ungeduldig bin. Ja, aber hier ist nicht viel los, ne? Hallo? Dann drehe ich mich, weil ich ins Dicke gedrückt habe. So, hier ist auch nochmal ein Beichtstuhl, ne? Ja, hier kann ich beichten. So, ich kann leider nicht da rein. Ja, ich habe nicht gesündigt. Ich bin frei von Sünde, glaube ich, hoffe ich. So, hier wird es ein bisschen interessanter. Da kann ich 100% wieder nicht raus. Ich kann aber eine Messe halten für euch, wenn ihr gerne möchtet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ich eine Messe für euch halten soll. So, nee. Ah, ist das eine schöne Musik hier. So, hier kann ich aber hochgehen, ne? Ich habe noch keine Karten gefunden. Gibt es hier keine? So, auch das ist wieder nur aufgemalt hier. Und ich kann einfach hier hochgehen und habe eigentlich nichts davon, ne? Den Kerl müsst ihr bitte mal hinstellen, der liegt. Oder muss der so liegen? Weiß ich nicht. So. Ja, also die Kirche ist okay, sage ich mal, ne? Also hier kann man auch wieder nur was lesen. Aber es wirkt alles so unfertig abgeschnitten. Ne? Also es ist so, als wenn man... Wenn jemand im Photoshop was freistellen möchte und er hat einfach nicht die Zeit und Geduld, das filigran freizustellen und da wird dann einfach so, ja, magnetisches Lasso heißt es, das macht es dann automatisch. Man geht einfach in die Konturen, hält fest und dann, das Programm macht das dann von alleine und dann gibt es unschöne Kanten und so sieht das hier aus, ne? Das ist so. Eigentlich schade, ne? 18 Euro, Leute. Finde ich ein bisschen heavy dafür, ne? Also hier echt Feinschliff reinbringen in das Ding und es wäre bestimmt cool geworden. Ach, guck mal, ich kann hier Musik machen. Okay, das glänzt jetzt hier richtig wieder wie Holz. Das ist wieder so ein kleines Highlight hier in der App. Da ist sogar ein Loch drin. Okay. Was denn? Ich will das hinten gucken, den Stern, das Loch da. Okay. So, und ich kann sogar ein bisschen Musik machen, aber dafür 18 Euro ist natürlich ein bisschen heavy, ne? Nur ein bisschen Leier spielen zu dürfen in VR. Ja, was haben wir noch? Total aufgemalt hier, ne? Das ist das, was ich meinte hier mit diesen
ausschneiden. Guckt euch das an, Leute. Also die Grundidee war ja echt nicht schlecht, aber ich weiß ja auch nicht, wie sowas aufgenommen wird. Ob das einfach mit so einer 3D-Kamera aufgenommen wird und dann wird das einfach alles zusammengepuzzelt und dann passt das schon. Das kann ich nicht sagen. Hier haben wir ein Holzschwert und das sieht auch wirklich aus wie Holz. Das ist schon ganz cool. Und das sieht echt aus wie Metall. Auch wenn ich so halte, ne, dann glänzt es so und ich kann wieder hier durch. Also das gefällt mir nicht, das wisst ihr. Also das sieht wieder cool aus. Also und es macht schon Geräusche, bevor es aufkommt. Also soundtechnisch passt das auch nicht. Kann ich das aufsetzen? Hier, das hier finde ich wieder geil hier mit diesen Lederriemchen. Ne? Also das haben die echt drauf hier mit diesem Stoff und... Ne, ich kann es nicht aufsetzen. Aber ich kann es in der Luft fangen. Guck mal, das ist cool, ne? Ist das geil. Zack. Habe ich richtig Spaß hier, guck mal. So, wieder dahin. Ja, okay. So, was haben wir hier? Auch das wackelt so, ne? Weil das eine Leinwand ist oder was, ne? Aber nicht ganz so toll wie der Stoff. Also das halt auch jetzt so ein bisschen, ne? Ist okay. Ja, Leute, das ist dann die Kirche. Ich glaube, das reicht. Kann man da oben noch irgendwie hoch? Das will ich jetzt wissen. Aber ich glaube, sonst reicht das, ne? Also, ihr könnt euch schon vorstellen, wie mein Fazit ausfallen wird, ne? Also, 18 Euro, später in-App. Ach, hier wäre die Leiter gewesen und ich kann da natürlich nicht hoch. Warum kann ich hier nicht hoch? Wäre noch ein kleines Highlight gewesen, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, Leute, ich gehe jetzt nochmal ins Home-Menü und ich glaube, dann reicht das auch. Ich habe schon wieder viel zu viel gezeigt, ne? So. Home, yes. Okay. Ja, das ist dann Other Side. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gigabyte jetzt die 2.10 noch gekostet haben, die ich runtergeladen habe. Ich weiß auch nicht, wie ich sie wieder löschen kann. Ach da, guck mal, einfach so. Zack, dann könnte ich sie löschen. Probieren wir mal, ne? Are you sure to delete? Yes. Ja, ist es wieder weg, ne? Komm, dann machen wir das mal gleich hier wieder weg. So, delete. Also ihr könnt dann auch schön Speicher sparen. Das finde ich natürlich okay, wenn ihr euch das Stück für Stück runterladen könnt und auch gleich wieder direkt löschen könnt. So, Tutorial hatten wir, Credits hatten wir, das war's. Ne? Also mehr kann man hier erstmal nicht machen. Ich sag natürlich gleich noch was dazu und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Fazit, Leute. Ja, ich bin wieder zu Hause angekommen von meiner Reise und ich muss sagen, von den drei Locations, die ich mir jetzt angeschaut habe, war Tokio mit das Beste von den dreien. Havanna fehlte noch, das habe ich euch übrig gelassen, falls ihr euch die App selber kaufen möchtet. Aber ihr seht schon, ihr bekommt für die 17,99 gerade mal 4 Locations. In der Store-Beschreibung steht was von In-App-Käufe. Das heißt, wenn da nochmal was nachkommen sollte, wird das wahrscheinlich Geld kosten. Die Frage ist natürlich, wie viel die pro DLC sehen möchten. Ja, was ist hängen geblieben bei mir? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall Tokio. Das sah ganz okay aus. Aber ich habe euch auch an sehr, sehr vielen Beispielen gezeigt, dass das Ausgeschnittene nicht so der Kracher war. Also teilweise fehlten da Sachen oder es wurde einfach nur grob ausgeschnitten. Das sah wirklich nicht schön aus. Da hätte ich mir wirklich ein bisschen was mehr gewünscht. Und Dream Traveler hat wirklich gezeigt, wie es geht. Da wirkte wirklich alles wie aus einem Guss. Und das war leider hier nicht der Fall. Was man natürlich gegenüber Dream Traveler hervorheben muss, die Sachen, die ich ablaufen kann, sind weitläufiger. Also bei Dream Traveler, das waren, glaube ich, so gefühlt 5x5 Meter. Mehr konnte ich da nicht laufen. Hier war es viel, viel mehr, gerade in Tokio. Aber da fällt natürlich auch dann wirklich auf, dass sehr, sehr vieles unschön aussah. Oder es war matschig oder es war nicht in 3D und so weiter. Ja, diese ganzen Avatare, die da aufploppen, wenn man auf diese Plattformen geht, das war okay. Die sahen jetzt aber auch nicht so mega toll aus und das auch leider alles in Englisch ohne Untertitel. Und wenn ich ansonsten andere Sachen gefunden habe, da war dann zwar so ein Banner dran, dort stand, was es ist, aber sonst keine weiteren Infos. Ja, wie gesagt, wer auf Reise-Apps steht, der sollte hier aber dann doch besser einen Bogen drum machen, weil für 18 Euro ist das, was man bekommt, einfach viel zu wenig. Schade, schade. Für 9,99 € hätte ich gesagt, nimmt das Ding mit. 2,50 € pro Location, das wäre völlig okay gewesen, aber nicht für 18 Euro. Ich hoffe, meine kleine Reise hat euch gefallen, dann würde ich mich natürlich jetzt über ein Däumchen freuen. Ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert? Ja, dann macht es doch gerne jetzt. Bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ihr möchtet, dass ich euch Havanna auch noch zeige? Ihr habt eine andere Meinung zu dieser App? Dann schreibt das doch gerne alles hier unten in die Kommentare. Ihr wisst, alle Kommentare werden von mir gelesen und natürlich auch beantwortet.
ganz zum Schluss meinen Discord-Server mit derzeit über 280 VR-Usern. Stoßt gerne hinzu, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, den täglichen Daily Deal der Oculus Quest, sämtliche AppLab-Neuveröffentlichungen und man kann sich natürlich auch einfach nur unterhalten. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Ja, ganz zum Schluss hier zu meiner Seite eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert dann auch gerne durch. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.